Laut meiner Hebamme war es damals eine Bilderbuchgeburt. So hat sie es wirklich ausgedrückt. Und hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, einige von euch haben sich einen Geburtsbericht gewünscht und den gibt es heute von meinem Erstgeborenen Lian. Der ist mittlerweile schon 7,5 Jahre alt. Von daher, ja, musste ich nochmal ganz tief in mich gehen und habe hier notizenweise alles nochmal festgehalten. Ja, aber es fällt auch gar nicht so schlecht, dass das jetzt schon etwas her ist. Dann artet es nicht bis ins Detail aus und ich kann mich auf die wesentlichen Dinge beschränken. Genau. Ja, ich hatte eigentlich tatsächlich auch schon länger vor, immer mal so einen Geburtsbericht festzuhalten, denn ich erwische mich wirklich des Öfteren, wie ich abends im Bett liege und dieses doch besondere Ereignis manchmal nochmal wieder Stück für Stück für mich durchgehe, also spätestens immer vom Geburtstag der Kinder sowieso. Und man will nämlich einfach nichts vergessen und deswegen denke ich sehr gerne an dieses besondere Ereignis und sehr oft eben in der Hoffnung, dass das auch alles schön hier drinnen bleibt. Und ja, ich möchte diesen Geburtsbericht sogar sehr gerne mit euch teilen, denn laut meiner Hebamme war es damals eine Bilderbuchgeburt. So hat sie es wirklich ausgedrückt und ihre Hebammen-Schülerin, die auch bei der Geburt dabei war, da meinte sie noch, Mensch, wäre das mal deine Prüfung gewesen. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und es ist jetzt nicht so, dass es hier komplett schmerzfrei oder so war, aber einfach vom Ablauf her denke ich doch, dass es für den einen oder anderen von euch interessant sein dürfte. Eins vorab, es war eine spontane Geburt und dazu noch ohne Schmerzmittel. Also ich bin da komplett durch, ohne alles. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich einen Heidenrespekt vor der Geburt und ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemalt. Ich habe mir sämtliche Stories und Videos reingezogen, um einfach aufs Schlimmste vorbereitet zu sein und dann im besten Fall eines Besseren belehrt zu werden. Und so war es dann ja auch, Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich euch mit meinem Geburtsbericht auch so ein wenig die Angst nehmen kann, die ich damals hatte. Und ich bin generell so ein Mensch, ich tick so, dass ich mir Sachen immer ganz, ganz schlimm vorstelle, damit sie dann am Ende, wie gesagt, dann hoffentlich doch nicht so schlimm sein werden. Aber gut, fangen wir doch mal an. Ja, es war Donnerstagabend, der 28. März 2013, als ich wirklich starke Unterleibsschmerzen bekam. Und ich meine, es war ja meine erste Schwangerschaft. Ich wusste überhaupt nicht, wie fühlen sich Wehen wirklich an. Und man denkt sich ja auch naiverweise, gehöre ich vielleicht doch zu den Glücklichen, die diese Schmerzen oder die Wehen als nicht so stark empfinden. Und wir sind dann vorsorglich ins Krankenhaus hin. Und ja, wurden direkt aufgenommen, es wurde CTG gemacht, ich wurde untersucht, aber Pustekuchen, da war noch nichts passiert. Also wurden wir, oh, jetzt werde ich hier gerade angerufen, wurden wir getrost nach Hause geschickt. Und ja, am Freitag, den 1. März, erinnere ich mich noch, dass ich dann nachts wieder vor Schmerzen wach geworden bin. Ich wollte dann aber nicht direkt wieder losdüsen, sondern abwarten. Bin dann aufgestanden, habe mitten in der Nacht heiß geduscht, um dann eben zu gucken, verschlimmern sich die Wehen oder entspannt sich das Ganze oder wird es eben schlimmer oder gleichbleibend. Und ja, es ist dann gleich geblieben und dann habe ich Marc dann doch geweckt und meinte, Mensch, ich glaube, es geht los. Wir sollten wieder losfahren. Und ja, dann haben wir da erneut am Kreißsaal geklingelt, sind auch wieder aufgenommen worden. Ich wurde wieder untersucht und frage mich jetzt nicht, ob sich da vielleicht minimal schon was getan hat. Das ist jetzt einfach schon zu lange her, um das sagen zu können. Jedenfalls war es immer noch nicht ernst genug. Ich habe dann aber gegen die Schmerzen eine Spritze in den Po bekommen und durfte dann auch die Nacht im Kreißsaal verbringen. Marc ist dann wieder nach Hause gefahren und ja, ich erinnere mich noch, wie ich wirklich
durchgehend von anderen schreienden, gebärenden nebenan links und rechts wieder wach geworden bin, aber auch tatsächlich wegen meiner Schmerzen. Also trotz Spritze habe ich regelmäßig dieses starke Unterleibziehen gespürt, was mich immer wieder wach gemacht hat. Und das war schon unangenehm und man hat wirklich kaum ein Auge zubekommen. Dann am nächsten Morgen war aber alles wie weg. Und Marc ist dann gekommen, hat mich abgeholt, ich wurde nochmal untersucht. Ich kann euch jetzt auch wieder nicht sagen, inwiefern sich da schon ein bisschen was getan hat. Also ich meine, da war schon ein bisschen was offen vom Muttermund. Aber die Venenschmerzen waren halt komplett weg und ich weiß noch, wie die Hebamme meinte, das kann die Ruhe vor dem Sturm sein. Gehen Sie dennoch am besten nochmal nach Hause, anderes Umfeld, lenken Sie sich ab, entspannen Sie sich und kommen Sie dann wieder, wenn es gar nicht mehr geht. Also sind wir wieder einmal nach Hause gefahren. Ja, der nächste Tag ist dann auch verstrichen. Wir haben uns abends noch fett bei McDonald's was zu essen rausgeholt. Wenig später kamen die Wehen wieder. Und dieses Mal extremer, also schmerzhafter und in geringeren Abständen. Da hatte ich im Unterbewusstsein schon das Gefühl, okay, ich glaube, jetzt wird's ernst. Und wir sind dann auch los. Es war tatsächlich eine Herausforderung, vom dritten Stock runterzukommen. Und man wollte ja auch nicht unbedingt von jemandem gesehen werden. Das Auto war auch noch ein bisschen weiter weggeparkt. Ich musste zwischendurch immer echt innehalten. Und da hat mir mein Unterbewusstsein auch eigentlich bestätigt, okay, weil ich eben auch einfach nicht mehr in dem Moment, als diese Schmerzen da waren, gehen konnte und wirklich stehen bleiben musste, dass das jetzt wirklich losgeht. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und es wurde am Ende wirklich so doll, dass ich da ein drittes Mal am Kreißsaal geklingelt habe, aber dieses Mal total verheult vor Schmerzen. Und ich glaube, da haben die mir das auch schon angesehen, okay, jetzt geht's bei ihr los. Wir sind dann wieder aufgenommen worden, es wurde ein CTG gemacht und die Wehentätigkeit war schon ordentlich dabei. Muttermund war auch geöffnet, frag mich nicht wie weit, aber ja, es war schon echt heftig. Spätestens zu dem Zeitpunkt war auch der Höhepunkt der Wehentätigkeit erreicht, also vom Schmerzgrad her. Ich für meinen Teil, ich konnte gar nicht während des CTGs liegen bleiben, weil mich die Schmerzen so wahnsinnig gemacht haben. Ich musste stehen, aber gleichzeitig hat mich dieser Schmerz für mich zu Boden gerissen. Also ich wollte mich am liebsten nur fallen lassen und krümmen. Also ja, so habe ich die Wehen halt wahrgenommen. Ich konnte nicht liegen. Es war wirklich ein ganz, ganz doller Schmerz. Und Marc, der musste mir auch immer ganz dolle ins Steißbein reindrücken und kreisen. Also habe ich ihm befohlen. ich brauchte so einen Gegendruck. Und hatte ich das Bedürfnis, dass er da hinten halt mir am Steißbein das so ein bisschen kreist. Was eigentlich auch schon sehr schmerzhaft war, aber einfach um nochmal einen anderen Schmerzpunkt wahrzunehmen, ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls wurde es dann echt immer heftiger und ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne Schmerzmittel haben, ich möchte eine PDA. Und dann wurde ich aber untersucht und die meinten, es sei schon zu spät dafür, jetzt noch was zu geben, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wie soll ich das denn jetzt noch aushalten, wenn es zum Ende hin noch schlimmer wird? Und dann hat die Hebamme mir aber gesagt, dass ich das Schlimmste eigentlich schon überstanden hätte, womit ich niemals gerechnet habe und wo mir so ein Stein vom Herzen fiel, weil sie eben meinte, dass die Presswehen später gar nicht mehr so wehtun wie die Wehen, die ich davor hatte, die den Muttermund eben öffnen. Und das war so eine Erleichterung für mich. Trotzdem war mir nicht ganz so wohl dabei, aber ja, da musste ich dann nun durch, ohne Schmerzmittel. Sie hatten mich dann noch gefragt, ob ich zur Entspannung nicht in die Badewanne möchte. Ich dachte mir, ja, why not, ab in die Badewanne.
Es war auch wirklich kurzzeitig angenehm, aber irgendwie, keine Ahnung, aufgrund der Schwerkraft, ich bin mit meinem Po mal hochgerutscht und saß dann nicht so fest drin irgendwie. Und naja, dann ist mir da drin auch noch die Fruchtblase geplatzt. Ganz lecker, dann saß ich da in meiner Suppe. Aber weil ich halt auch immer wieder dieses Problem hatte mit diesem Hochrutschen, bin ich da auch schon ganz schnell wieder dann rausgegangen. Ja, und spätestens zu dem Zeitpunkt hat man auch wirklich jegliches Schamgefühl verloren. Wer einen da alles nackt hat aus der Badewanne steigen sehen und wieder in den nächsten Kreis halt zurück, und man fühlt sich einfach wie so ein nackter, fetter Wal, der von allen Seiten irgendwie begutachtet wird. Naja, da ging es auf jeden Fall dann in den Kreissaal zurück. Da war schon die Liege parat und ja, ich weiß wieder, also ich weiß noch, wie ich dann eigentlich nur auf der Seite liegen mochte und es auch schon ans Pressen ging. Naja, am Ende musste ich mich dann aber doch gezwungenermaßen auf den Rücken legen, wieder wegen der Schwerkraft. Und während der Wehen habe ich gebrüllt, geschrien, was das Zeug hielt. Das war irgendwie befreiend für mich. Und ja, dann wurde auch schon wenig später der Arzt herbestellt. Da wurde ich schon immer aufgeregter. Und ja, das Köpfchen war dann irgendwann schon zu sehen und ich wurde gefragt, ob ich dann nicht mal fühlen wollte. Ich meinte, okay, war schon ein komisches Gefühl. Und was sie dann zu mir sagte, war doch tatsächlich, es wird sich vermutlich gleich anfühlen, als wenn unten alles aufreißt, aber sie müssen noch mal alles geben. Und ich mir dachte, ey, geil formuliert. Naja, ich habe dann noch mal alles gegeben und oh mein Gott, der Kopf war durch. Es war schmerzhaft, ja. Und was aber danach direkt mein Gedanke war, ach du Scheiße, der Kopf ist jetzt durch, aber es kommen ja noch die Schultern. Und naja, die nächste Wehe kam und flutscht, das ging dann auch noch raus. Und ja, dann war es geschafft. Nie vergessen, wie er, also wie ich ihn das erste Mal gesehen habe und wie ich doch wirklich, wie, also meine ersten Worte zu ihm waren doch wirklich: Oh mein Gott, bist du schmierig! Also niedlich gemeint natürlich, ne? Und ach, ich war einfach so froh, dass es geschafft war. Er hat, wie gesagt, geschrien, er wurde mir auf die Brust gelegt und wirklich, Leute, erst dann habe ich realisiert, ich habe jetzt ein Baby. Wirklich erst dann. Und man kennt das ja aus den ganzen Filmen oder auch von den Erzählungen her, wie spätestens jetzt ja die Freudentränen rauskommen würden und und. Aber ich war einfach nur geschafft und wir beide, wir haben nicht geweint, wir waren wirklich super glücklich, so ist es nicht. Man hat sich trotzdem in demselben Moment irgendwie gefragt, Scheiße, muss ich nicht jetzt weinen? Und hat sich dann irgendwie schlecht gefühlt, dass man nicht weint, aber wir waren irgendwie ganz anders beschäftigt. Wir waren mit ihm beschäftigt und dass wir es geschafft haben. Und ja, waren einfach nur super happy. Ach, und um es noch einmal zu erwähnen, ich hatte ja erzählt, dass wir noch fett bei McDonald's essen waren. Und man hat ja auch so die Panik, dass man vielleicht hinten raus während der Geburt auch nochmal was verliert. Aber das war Gott sei Dank bei mir nicht der Fall. Ja, ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen, keine Ahnung. Marc, der durfte dann die Nabelschnur durchtrennen. Und Leute, dann kam doch wenig später wirklich der Part, vor dem mir mit am meisten graute. Und zwar eine mögliche Geburtsverletzung, die dann ja direkt behandelt wird mit einer Spritze in den Genitalbereich. Und ihr wisst nicht, wie mir davor graute, wirklich, das war eigentlich mit das Schlimmste, was ich eigentlich niemals haben wollte. Und ich hatte eine leichte Geburtsverletzung, also musste das betäubt und anschließend genäht werden. Und
Die haben das ja schlau gemacht, ne? Die lassen ja währenddessen das Kind auf deiner Brust, dass du eigentlich gar nicht rumzedern kannst, weil du ja, ne, dein Baby im Arm hast. Und dann lagst du da. Und ich muss aber sagen, der Pieks war längst nicht so schlimm, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Man hat dann ja auch einen Schmerzpegel von keine Ahnung was sowieso hinter sich gehabt und das dagegen war eigentlich Larifari. Und auch das Zunähen habe ich kaum gespürt. Das war alles wirklich in Ordnung. Und ja, also wem davor auch graut, dem kann ich da auch so ein bisschen die Angst nehmen. Es war um Welten nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe. Der Kleine wurde dann ja auch nochmal untersucht und fertig gemacht. Und ich konnte dann wenig später, also wirklich wenig später aufstehen und alleine duschen gehen und bin dann da rumgeeiert, als ja, wäre der Marathon einfach vorbei gewesen. Und ja, habe dann mein wohlverdientes Malzbier bekommen und wir haben dann noch die Zeit so ein bisschen im Kreißsaal genossen. Und ja, das war eigentlich schon die Geburtsstory. Also es ging mir so gut danach, dass ich, wie gesagt, aufstehen und duschen gehen konnte. Hätte ich selbst auch nicht gedacht, trotz der kleinen Verletzung ja auch. Ja, also es war auf jeden Fall ein schmerzhaftes Ereignis, aber ich muss sagen, auszuhalten. Und wie gesagt, ich hatte Gott sei Dank keinerlei Komplikationen. Bin da auch wirklich sehr happy drüber und es war auch nicht so, dass ich direkt danach gesagt habe, oh Gott, nie wieder. Also dem war auch nicht so und ja, es ist schon verrückt, wenn man das alles nochmal so durchgeht und es vor Augen hat. Und ja, ich hoffe, dass es für den einen oder anderen doch informativ war oder auch, wie gesagt, einem die Angst nehmen konnte so ein bisschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert, tut das sehr gern. Und folgt mir auch auf Instagram, wenn ihr mögt. Dort heiße ich janice.live-yt. Da bin ich noch aktiver tatsächlich als hier auf meinem YouTube-Kanal. Ein Geburtsbericht von Kind Nummer 2 wird es in Kürze auch noch geben. Jede Geburt ist ja anders und jede Story ist, glaube ich, immer wieder aufs Neue spannend. Von daher dürft ihr auch darauf gespannt sein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!